Der Stand der Edition Art Edition, Edition Phi, oder wie spricht man das aus? Also, ich kann alles machen. Französisch war es bestimmt mal im Ursprung. Fies wie französisch Sohn. Hier in Deutschland sagen wir Filz. Und wahrscheinlich kamen meine Vorfahren als Hugenotten aus Frankreich mit drucktechnischen Kenntnissen, haben aber dann 1870 in Berlin-Köpenick den heute ältesten Kunstverlag Europas gegründet, also ein Spezialunternehmen für Grafikedition, was den Hintergrund wahrscheinlich hatte. Bis dahin gab es nur die Radierung und dann noch den Holzschnitt. Und plötzlich gab es die Lithografie von Toulouse-Lautrec aufgebracht in Paris. Und dann war es wichtig, dass eben ein Verleger einerseits das vorfinanziert hat, die Produktion von Editionen, andererseits dann eben die Möglichkeit war, zu wählen, in welcher grafischen Technik man es machte, ob Lithografie, Radierung oder Holzschnitt. Heute haben wir natürlich noch mehr Medien. Und Sie vertreten weiterhin alles? Alles, das hängt immer davon ab, was will der Künstler denn? Was passt zu dem Künstler? Das ist sehr unterschiedlich. Ein Künstler, der mehr mit Flächen arbeitet, wie sagen wir Christian Megert, mit scharfen Flächen satt, der braucht einen Siebdruck. Ein anderer, der mehr so mit weichen Formen arbeitet, vielleicht eine Lithografie. Gehen wir doch vielleicht kurz an Beispielen die Vielfalt Ihres Unternehmens durch. Das kennen die meisten Kunstsachverständigen und erkennen es sofort, dass das ein Ücker ist. Das ist auch schon wieder was Besonderes drucktechnisch. Das ist eine Prägegrafik. Da wird ein Druckstock mit Nägeln versehen und dann in ganz dickes Papier gebracht. Während Ücker hier bei diesen Arbeiten, auch das sind Grafiken, obwohl sie auf Leinwand sind, hat er hier Editionen gemacht mit Sand und mit Siebdruckverfahren. Also was ganz Besonderes, wenn man zart mit dem Finger rüber geht, sieht man die Körnung, dass da Sand drauf ist. Eine weitere Spezialität, ein jüngerer Künstler ist jetzt hier zu sehen, Jan Kolata. Jünger heißt 45-50 ist so die mittlere Generation. Natürlich braucht für Grafikeditionen, wo es ja eine Auflage gibt, meistens so von 40 Exemplaren, vielleicht auch mal 90 Exemplaren, da muss man halt schon Namen haben und eine Erfahrung haben, aber auch wissen können, wie man das umsetzt, denn man muss eine Abstraktion haben. Für jede Farbe muss ein, in dem Fall wieder Siebdruck, muss ein eigenständiges Sieb gemacht werden. Und dann muss der Künstler vorher überlegen können, wie passiert es, wenn die Siebe die Formen übereinander lagern, welche Farben mischen sich, wie überdeckt das sich. Und er war dann auch noch besonders interessiert, die Schichten erlebbar zu machen. Damit hat er dann mit Lack noch gearbeitet. Und wenn wir einmal um die Ecke gehen, kann ich Ihnen noch was ganz Spannendes zeigen, weil ebenfalls ein Zero-Künstler von der bedeutenden Gruppe Ücker, Piene, Mack, Christian Megert, der Schweizer aus Düsseldorf, der immer gerne mit Spiegeln arbeitet. Und er kam dann auf die Idee, hier haben wir diese Arbeiten mit Plexiglasplatten, die vorne, und hier bei den Farbflächen kann man es vielleicht noch besser sehen, vorne und hinten bedruckt sind, wo die Farbflächen sich überlagern, aber in sich satt geschlossen sind und dann 2 Zentimeter dahinter ein Spiegel gespannt ist. Auch das ist grafische Technik, aber ganz im Sinne des Künstlers. Und der vierte Künstler, den wir hier auf dem Stand zeigen, ist halt derjenige, der vielleicht der bekannteste Künstler überhaupt, der in den letzten Jahren war, Christo, natürlich gerade in Berlin. Ich selber war mit dabei mit ihm, als 1995 der verhüllte Reichstag in Berlin stattfand. 5 Millionen Menschen rings um den Reichstag gewandert sind. Und am Samstag in einer Woche, am 18. September, lang ersehnt die Verhüllung des Arc de Triomphe. Das letzte Werk von Christo eröffnet, was er eben schon vor einem Jahr realisieren wollte. Dann kam Corona dazwischen, dann ist es verzogen worden in ein Jahr später und er selber inzwischen verstorben, hatte aber alles so detailliert vorbereitet mit jeder Architekturskizze und mit dem Stoff, der in Deutschland produziert worden war, schon vor einem Jahr parat stand, sodass seine beiden Neffen, die jahrzehntelang auch mit ihm im Team zusammengearbeitet haben, und wir durften uns auch als Teil der Christo Family bezeichnen, als eine von rund 1 Dutzend Personen, die eben allein mit Christo das alles auf den Weg gebracht haben,
wir in diesem Fall für die Edition zuständig waren. Also vom 18. September bis 3. Oktober, wenn Sie irgendwie eine Chance haben, nach Paris zu fahren, nutzen Sie es, weil es ist das letzte Werk von Christo, was es zu sehen geben wird. Und dann auch noch nicht allzu weit weg. Unbedingt. Vielen Dank. Wir sehen uns in Paris. Gerne. Dankeschön. Schönen Abend.